Bevor der Vlog gleich losgeht, ich habe ein besonderes Stilmittel gewählt, ich hoffe, er gefällt euch. Und ganz wichtig zu Beginn ist, ich habe Orcus Going Second gespielt, denn ich erwähne es nicht im Vlog. Und jetzt viel Spaß mit meiner Reise zur YCS London. So, wir sind jetzt hier in London angekommen und ich muss zugeben, es war eine echt krasse Reise, denn ich hatte erstmal nicht gedacht, dass ich alles mitkriege, dass irgendwie in der Kontrolle was schief geht. Und des Weiteren, Alter, ich bin mitten im Kaff. Also hier sind überall halt Wälder gefühlt und ja, ich muss jetzt irgendwie mit dem Bus nach London zur Location und der Bus alleine fährt irgendwie eine Stunde oder so. Das heißt, langer Fahrtweg noch. Ja, wenn ihr nach London fahrt, nicht außerhalb, nehmt den teuren Flug, nehmt den Flug, der in der City hält, dann ist es nicht so weit zur Location. Ich habe jetzt noch eine lange Fahrt vor mir auf jeden Fall und hoffe, dass ich noch rechtzeitig zur Anmeldung schaffe. Und eigentlich wollte ich auch viel früher schon drehen, aber es ging alles nicht, es war immer stressig. Und als ich hier ankam, es war wie im Gefängnis erstmal, Passkontrolle. Und ja, das war doch sehr anders, denn ich war schon mal in England und dort war es nicht so streng. Aber hier in London anscheinend schon oder wegen Brexit. Who know it? Auf jeden Fall lange gebraucht, um überhaupt hier durchzukommen. Und ich hoffe jetzt, ich glaube, da ist sogar mein Bus schon. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass ich ohne Probleme ja, zur Location komme und noch mich rechtzeitig anmelden kann. Also, dann gucken wir mal, ob ich es schaffe. So, wir sind immer noch nicht in der Location, denn es gibt ein Problem. Ich stand an der falschen Schlange an. Und das heißt, dass ich halt einen anderen Bus nehmen musste. Und jetzt warte ich hier auf jeden Fall, ja, ihr seht es hier, hier ist leer. Warte ich auf den richtigen Bus und ich hoffe, dass er pünktlich kommt und ich jetzt nicht verpasst habe, sonst muss ich nämlich 20 Minuten warten. Also mit der Anmeldung wird es immer knapper, aber ich hoffe, ich schaffe das. Und ja, hier stehen noch ein paar andere Leute an. Ich denke, vielleicht bin ich noch pünktlich. Wir hoffen es mal. Ja, dann jetzt hier der Umstieg und es ist sehr windig. Ich hoffe, das hört man überhaupt vom Sound her. Wir sind hier beim Umstieg. Hier sieht man ein bisschen von der Umgebung. Wir laufen jetzt zum Zug, um genau zu sein. Da steigen wir nämlich einmal um und dann können wir den Rest laufen oder ja, mit noch einem Zug halt einfach weiterfahren. Ich glaube, das ist dann aber die U-Bahn. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, man versteht es. Ja, und dann wollen wir gucken, ob der Zug jetzt pünktlich fährt. Denn der Bus hatte schöne Verspätung. War natürlich super. Anmeldungsfenster wird kleiner. Aber ich bin guter Dinge, denn noch ist genug Zeit. Denn ich meine, die Anmeldung ist bis 19 Uhr offen. Nee, bis 18 Uhr auf jeden Fall offen. Und wir müssten eigentlich so um 5:30 da sein. Wir gucken einfach mal und jetzt geht's weiter. So, wir sind jetzt angekommen hier endlich. Hier mal ein kleiner Überblick. Ja, das ist hier auf jeden Fall die Halle. Ist schon ziemlich voll, muss ich sagen. Und ja, ich melde mich jetzt an. Ich schaffe es auf jeden Fall rechtzeitig. Und ja, es wurde gesagt, es kann sein, dass das Limit erreicht wird. Das heißt, dass Leute nach Hause geschickt werden. YCS2 oder so. Und ja, das wollen wir nicht nochmal. Deswegen halt werden die nach Hause geschickt. Und ja. Ja, wir sind schon sehr, sehr viele. Ich melde mich jetzt an und dann mal gucken, welchen Würfel wir bekommen haben. Ja, natürlich, ne? Schön mit Karte zahlen, denn ja, Euro geht hier ja nicht, ist London, weil wir wollen kein Euro. Nein, ja, schön mit Karte bezahlt und jetzt geht's weiter. Checkliste abgeben. So, angemeldet bin ich. Würfel habe ich hier. Wollen wir mal gucken, was wir geholt haben. Ja, leider keine durchsichtigen Würfel, aber immerhin Quickplay ist ja auch etwas. So, hier habe ich schon meinen Zimmergenossen getroffen. Moin. Ja, wir teilen uns ein Zimmer. Warst du schon da? Natürlich. Und? Das ist ein liebes Hotel, gut ausgestattet und außerdem, seien wir mal ehrlich, wir schaffen doch sowieso nur da. Ja, schön. Wir sind die meiste Zeit hier. Was erwartest du von morgen? Es wird sehr voll werden. Ja? Also wir haben mit Martina gesprochen und sie hat gemeint, wir sollen uns am Freitag schon komplett anmelden, weil es wird richtig radikal voll werden. Das heißt, wer sich morgen früh anmeldet, hat wahrscheinlich die Chance, sich gar nicht mehr mitzuspielen. Und eine YCS 2 gibt es nicht? Es gibt keine Option dafür eigentlich. Und das heißt, ja. Glück haben und sich wirklich vornehmen, immer freitags anzumelden. Wir haben vorteilhaft. Gut, dass wir schon angemeldet sind und dann werden wir sehen, ob morgen es wirklich so voll wird. So, wir sind jetzt im Zimmer.
Also wir beide, wir waren noch einkaufen, haben uns noch was Leckeres zu essen geholt. Und zwar für heute Abend kleinen Nudelsalat quasi. Und dort noch, hinten sieht man es vielleicht, Salat für morgen früh. Wir haben gehofft, dass hier eine Minibar ist. War leider nicht. Das heißt, ja, die Joghurtsoße, ja, mal gucken, ob die morgen noch gut ist. Ich denke mal, das geht noch. Und ja, Hotel ist sehr cool. Ich kann mal einmal hier so durchschwenken. Relativ klein, aber ja, doch ausreichend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden hier fast nur schlafen und das war's dann auch. Und ja, die Anmeldung ist vorbei und das Wichtige ist, ne, sagst du mal? Es sind nur noch 200 Plätze da. Ja, ich meine, wie krass ist das denn? Voranmeldung ist quasi schon zu Ende. Also keiner kann sich mehr anmelden. Wie gesagt, 200 Plätze sind noch da. Ich glaube, das werden viele bereuen, dass sie heute nicht angereist sind. Denn ja, London ist verdammt teuer, hierher zu reisen. Das Hotel ist teuer. Und wenn du dann nicht mal an der YCS teilnehmen kannst, ist schon ziemlich ärgerlich. Naja, das war's dann von heute. Vielleicht nachher nochmal bei ein bisschen durchgehen bzw. testen. Aber sonst sehen wir uns morgen. So, dann sind wir doch nochmal Abend da, denn wir haben hier die Teilnehmerpacks, um genau zu sein, nicht nur die Teilnehmerpacks, denn ich habe noch von YCS Gent die Chips aufbewahrt, das heißt von der Mega Regional und von den Teilnehmerpacks, das heißt, wir haben hier jetzt 15 Packs einfach und ja, mal gucken, ob wir was Gutes ziehen. Und da haben wir auch schon die Ausbeute, um genau zu sein, haben wir einfach mal 4 Ultra Rares gezogen und eine Secret Rare, ich meine, you nice. Ja, leider keine Prismatic, aber man kann ja nicht alles haben. Wir haben das neue Link 4er, was übrigens nicht nur für losgekettet ist, sondern einfach halt Link 4 ist und man einfach so machen kann. Ziemlich gut. Dann hier die 3 Ultras noch, die anderen 3. Sehr cool. Evil Eye, auch ganz nett. Dream Mirror haben wir auch einiges gezogen. Dann haben wir drüben die leider nicht im Playset gezogen. Finde ich leider schade, hätte ich gerne ein Playset gehabt. Jetzt leider nicht, aber naja, dann haben wir noch losgekettet hier. Und hier noch die Jelly-Kanone. Ja, ich würde sagen, gute Ausbeute und dann geht's jetzt zum Event morgen. So, früh am Morgen, ich bin schon geduscht, Alexander duscht sich gerade noch und ja, gleich heißt es erstmal Deck umhüllen, denn Leute, wichtig, neue Hüllen fürs Deck, denn wenn Deckcheck kommt, dann nicht schlecht, also neue Hüllen auf jeden Fall und wir haben mitbekommen, ja, wir sind voll. Das heißt, es werden Leute wirklich nach Hause geschickt. Das heißt, sie sind nach London geflogen und dann wieder nach Hause geschickt zu werden. Ärgerlich, aber natürlich durch die Comic-Con ist da nicht so viel Platz. Man kann nicht einfach eine YCS 2 aufmachen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, also was heißt ein bisschen sehr ärgerlich für die Leute, die nicht mal reingekommen sind. Mal gut, habe ich es noch rechtzeitig geschafft, gestern mich anzumelden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Event wieder. So, wir sind hier jetzt an der Location und ja, wir haben zwar die Anmeldung voll, eigentlich müsste es instant um 10 losgehen, aber wir haben es jetzt schon 10 und wir haben draußen noch eine Schlange von 400 Leuten oder so. Die haben sich schon alle vorhin gemeldet, aber kommen halt eben nicht rein wegen der Taschenkontrolle. Deswegen dauert das Ganze hier noch ein bisschen, bis es losgeht. Hier haben wir einen kleinen Überblick, schon sehr, 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 sehr voll. Das heißt, ja, wenn alle da sind, geht's dann los und ich würde sagen, ab in die erste Runde. From Konami Europe, and I'd like to welcome you to YCS London 2019, the biggest YCS in the United Kingdom, with 1,875 players. Do we know what time it is? So, erste Runde ist vorbei und ich habe gespielt gegen JY Sharif, yo. So, and what did you play? Played Endymion Pendulum. Ja, genau, Endymion Pendulum und ich habe 2-1 gewonnen. Knappes Ding, erstes Game hatte mir alles hingelegt. Ich konnte nichts machen, obwohl ich Super Pulli alles hatte. Aber der eine sagt ja, ich darf nichts Spezialbeschwören mehr. Daher, ja, einfach Game 2 und dann ihn Going First gehen lassen. Und dann hatte er nicht alles und Game 3 hatte ich dann Phantasmal, um halt über dieses, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, das Monster, was verhindert, zu Spezialbeschwören darf. Und deswegen habe ich dann gewonnen gehabt. Ja, auf zur Runde 2. So, Runde 2 ist rum. Das ist mein Gegner einmal. Ja, hat Mystic Mind Burn gespielt, beziehungsweise Final Countdown. Und ja, ich hatte einfach Starthand Double Twin Twister. Ja, das war sehr, sehr heftig. Und dann Game 2 hatte ich einfach 2 Ausrottungsvirus, ja, beziehungsweise dieses halt für Spell und Traps Virus. Ja, es war auch halt sehr, sehr strong und deswegen halt gewonnen. Auf zur Runde 3. So, Runde 3 ist vorbei, um genau zu sein, ist jetzt schon gleich Runde 4. Alle suchen schon hier ihre Pairings, ich kann nochmal genauer durchschinken. Ja, alle suchen die Pairings, beziehungsweise gucken überhaupt, gegen wen sie spielen. Manche haben es auf dem Handy, also Online-Pairing gibt es auch.
Ich habe Runde 3 gewonnen. Ich habe gegen Thunderdrain gespielt. Sehr gutes Matchup. Habe ich gewonnen halt. Und jetzt geht's in Runde 4. Und mal gucken, ob da auch der Win drin ist. So, Runde 4 ist vorbei. Und schaut euch das an. Das. Das. Und jetzt schaut meine Hand an. Das. Das. Und das. Er beschwört keinen zweiten Dark. Warum hast du keinen zweiten Dark beschworen? Weil ich keine Hand habe. Ja, er hat gewonnen. Glückwunsch nochmal. Danke. Und ja, ich stehe damit jetzt leider zu 1, aber es ist noch alles drin. Also, auf zu nächsten. So, Runde 5 ist damit auch vorbei. Ich habe gegen Skystriker gespielt. Ja, erste Runde hat er gewonnen. Zweite Runde kam dann das Virus for Game, ich meine Spell. Er hat aber Two Draco Skystriker gespielt, ist wichtig. Und Runde 3 dann kam dann einfach die Ash zum richtigen Zeitpunkt und dann hatte ich einfach genug und konnte mit Twin Twist alles outen. Ja, und jetzt habe ich für euch einen kleinen Einblick nochmal. Hier sehen wir die Feature Match Area. Hier wird noch gespielt. Wir haben hier Raphael Neven, auf jeden Fall bekannter Spieler. Ja. Und weil wir so viele Leute sind, haben wir nicht genug Stühle, um halt für die Feature Match Area hier irgendwie Stühle hinzustellen. Aber da hinten sieht man noch die Kommentatoren. Und ja, das war der kleine Überblick hier von der Feature Match Area und auf zur nächsten Runde. So, Runde 6 ist damit jetzt auch vorbei. Ja, ich habe gegen Salamon Grey gespielt und man hat gesehen, Zonen sind wichtig, denn wo Galatea raufgezeigt hat, war extrem wichtig. So konnte das Monster nicht im Kampf zerstört werden und ja, mega important. Also, immer auf die Zone achten, sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall gewonnen, war ein relativ einfaches Matchup. Ich muss zugeben, ich hatte auch die passenden Twin Twister und so und die Diddy Crow und die Ash. Also, ich will mich nicht beschweren, ne? So, dann gucken wir jetzt hier mal. Ebenfalls, wir sehen hier Speed Duel. Ja, Speed Duel wird hier als Giant Card gespielt und dort hinten ist Duel Links. Wenn man das gespielt hat, dann kann man zum Glücksrad, was da hinten ebenfalls ist, und Bälle muss man auch noch werfen. Und dann kannst du das Glücksrad drehen und eben was gewinnen. Ich finde es ein nettes Extra so zwischen den Runden, wenn man mal Zeit hat. Ja, das war's von dieser Runde und ab in die nächste Runde. So, wir sind jetzt hier in Runde 4 und ich habe verloren gegen Nibiru. Yes, Nibiru, ich habe gegen Nibiru verloren. Ärgerlich, es war Orcus Mirror Match und ja, ich musste mehr als 5 Summons machen und dann kam Nibiru und ja, Game. Naja, jetzt Schichte 2, Tag 2 habe ich dennoch erreicht, denn ich habe 15 Punkte schon und mehr brauchen wir nicht für Tag 2. Das heißt, Tag 2 ist da, ich spiele jetzt die letzte Runde und dann mal sehen. So, Runde 8 ist damit auch vorbei, die letzte Runde für heute. Ich habe gewonnen und zwar gegen Skystriker. Ja, war eigentlich relativ einfach. Ich muss zugeben, dass ich auch echt immer gut die Ash habe oder diesmal aber vor allem Phantasmal. Phantasmal war einfach Game. Auf jeden Fall wieder easy 2-0 gewonnen. Ja, ich stehe jetzt zu 6-2, das heißt, ich kann noch in die Tops kommen. Aber es ist nicht garantiert, denn nicht alle zu 2 kommen in die Tops. Ich gucke gleich, was für ein Standing ich habe. Falls ich einen guten Timebreak habe, spiele ich weiter. Wenn nicht, wird morgen gefilmt und zwar Videos. Wir gucken hier nochmal. Hier sehen wir die Kommentatoren. Ja, damit ihr alles einmal so gesehen habt. Wie gesagt, hier sind die Kommentatoren. Wir haben da gerade Leo und Sebastian. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal, was für ein Standing ich habe. So, ist doch schon nächster Tag. Gestern Abend habe ich dann doch nicht mehr gefilmt. Ja, ich bin 138. und du warst? 113. Ja, wir stehen beide zu 2 und haben noch Chance auf Tops. Wir spielen jetzt auf jeden Fall weiter. 3 Runden noch. Schaffen wir das? Logo. Logo. Du hast ja sogar schon ein paar Mal so getoppt, ne? Ja, aber mit so einem 1-2-Start, dann so 2-3 war ich erst damit getoppt. Also, die Chancen stehen auf jeden Fall. Jetzt wird das mal nochmal umgehüllt, denn falls ein Deckcheck dann Runde 11 oder so kommt, oder früher, man weiß ja nie, ja, sind die Hüllen wenigstens neu und keiner kann mehr was haben. Und dann würde ich sagen, auf in die nächste Runde. So, letzte Runde ist auch vorbei für mich. Ich habe verloren gegen Guru. Teil der Toten war dann doch ein bisschen zu heftig. Und ja, ich bin jetzt quasi raus. Ich spiele aber noch nächste Runde weiter. Mal gucken, ob mein Gegner überhaupt erscheint. Denn oft ist das freilos. Und ja, ich befinde mich hier auf der Live-Bühne. Hier sehen wir das Publikum. Und hier ist die Live-Bühne. Ja, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Hier einmal die Live-Bühne, außer nahen Perspektive. Hier sehen wir auch die Camps und halt den Platz so. Hier wird, ja, der Champion auf jeden Fall spielen im Finale gegen seinen Gegner, der dann zweiter Platz wird.
ja, das war's von mir. Und dann zeige ich euch nochmal ein paar andere Sachen. So, ich habe bis zum Schluss gespielt. Ja, natürlich wie zu erwarten, in der einen Runde kam mein Gegner nicht, das heißt Free Win. Letzte Runde nochmal gegen Skystriker True Draco gespielt. Und ja, dann habe ich gewonnen. Ich sag mal so, der Cyclin, und nicht Cosmic Cyclin, sondern Galaxy Cyclin, war einfach super, Win for Game. Ja, am Ende des Tages stehe ich dann mit 8-3, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Wir gucken gleich noch, ja, welche Platzierung wir haben. Ja, mal gucken, welcher Platz wir von 1800 sind. Mal gucken auf jeden Fall, und hier hinten nochmal, Alter, riesen geiles Plakat. Ja, also wir gucken dann, wie ich jetzt stehe. So, das Event ist vorbei, aber nicht für mich, denn ich gucke jetzt erstmal, wer alles so da ist, den man so kennt. Los geht's. Kennt man? Kenn ich. Kennt man auch. Ja. Kennt man? Kennt man? Kennt man nicht? Kennt man? Kenn ich. Stefan, darf er nicht filmen? Kennt man? Sollte man kennen. Naja. Kennt man? Yes, I know you. Kenn ich. Wird zweiter. Kennt man? Ja. Kenn ich. Legende. Kenn ich. So, das Besondere auf der YCS London ist, dass nicht nur die YCS ist, sondern gleichzeitig auch noch die Comic-Con. Und ja, wir sind jetzt hier direkt neben dem Turnier halt. Und hier gibt es sogar auch einen Konami-Stand. Da gehen wir mal vorbei und allgemein zeige ich euch mal ein paar Einblicke. So, wir sind hier bei dem Konami-Stand jetzt auf der Comic-Con. Er ist ziemlich groß und allgemein Atmosphäre ziemlich cool. Wir haben hier eine Riesenschlange, denn wir haben hier die Synchronstimmen von Maximilian Pegasus und My Valentine, die englischen, wichtig, und hier werden halt eben Autogramme gegeben. Ebenfalls hier auf der anderen Seite haben wir die Switch-Konsole, natürlich mit dem neuen Spiel, natürlich auf jeden Fall. Und hier wird auch noch Speed-Duel gespielt, beziehungsweise Leute, die noch keine Ahnung von Yu-Gi-Oh! Haben, eben das Spiel näher gebracht. Ja, auf der anderen Seite kann man halt Sachen kaufen, ganz normal Produkte, aber es gibt eine Sache, und zwar eine Playmat, die es nur hier gibt, und zwar mit Pegasus und Mai eben. Ja, gibt es nur 700 Mai, glaube ich. Wer die bekommen hat, auf jeden Fall cool. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal um, was hier noch so gibt. So, und hier haben wir auch schon die Playmat, die angekündigt wurde. Hier ist sie, sehr limitiert. Und was wir ebenfalls sehen, was sehr, sehr, sehr geil ist, wir sehen hier neue Produkte. Und wir sehen hier das Pack, was viele vielleicht hassen werden, denn hier kommt eine Karte raus, die Harpiens Federwisch und 3G-Gi zugleich ist. Ja, wird ein mega cooles Set. Wir wissen noch nicht, welche Rarität es ist, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und wir sehen auch hier noch ein neues Set. Also wir sehen hier coole neue Sets und natürlich die Special Edition von Chaos Emperor, wo schon ein Monster bekannt ist, und zwar das Schrottlink-Monster, was auch sehr, sehr geil ist auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Playmat. So, und natürlich, was auf einer Comic-Con nicht fehlen darf, sind Cosplays. Und wir sehen hier Cosplays, wir sehen hier so viele verschiedene und auch gut gemachte Cosplays. Ist richtig cool, ich würde am liebsten jedes zeigen, aber es geht halt nicht. Es sind einfach viel zu viele und es ist einfach cool. Überall sieht man halt solche, wir sehen es hier im Hintergrund, überall. Ist einfach mega nice und mega cool. Und wir gehen jetzt hier weiter und mal gucken, was wir noch finden. Oh Leute, wir haben hier noch was richtig Geiles, das muss hier rein. Also, wenn das nicht geiles Cosplay ist, Respekt auf jeden Fall an ihn. Brauche es dafür Worte? So, und da haben wir sogar ein Alien gefunden und ein paar Predator. Ich meine, wie geil ist das eigentlich? Ja, mega, mega geil, mega, mega nice. Es gibt so viel, es gibt hier alles, Manga, es gibt hier so viel. Ich kann gar nicht alles zeigen. Es ist einfach viel zu viel. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, was es hier so alles gibt. Und das waren die Einblicke erstmal hier von der Comic-Con. So, jetzt sogar hier dieses Mal ohne Mikrofon. Ich hoffe, man versteht es. Ich fahre gerade mit der Straßenbahn bzw. U-Bahn, ich weiß nicht genau, was es hier ist, das ist glaube ich eine Straßenbahn, zum Flughafen, denn mein Flug geht zurück nach Deutschland. Ja, das Event war mega krass, mega viel los und auch viele Leute kennengelernt, sehr viele Leute kennengelernt, darunter zum Beispiel Simo, aber auch andere Leute. Und ja, ich denke, da kommt noch einiges auf euch zu. Ich bin echt durch, bin echt fertig, muss jetzt noch mega lange am Flughafen warten. Naja,
So ist das, aber dann mehr Infos am Flughafen. So, da sind wir jetzt am Flughafen und ich bin echt durch. Wir warten hier schon seit 3 Stunden. Und warum wir? Eigentlich bin ich hier alleine, aber ich habe hier ein paar nette Leute kennengelernt. Er ist noch wach, er schläft und die anderen zwei sind gerade draußen. Ja, wir zocken hier, wir haben unsere Decks. Guru, Thunder, Orkus und auch Thunder, ne? Ja. Ja, und wir spielen die ganze Zeit. Oh, ich habe noch Speed Duel. Haben wir jetzt noch gar nicht gespielt. Vielleicht spielen wir es noch, denn wir müssen noch 2 oder 3 Stunden warten, bis unser Flieger kommt. Wir sind schon ziemlich durch, aber ja, wenigstens eine gute Abwechslung. Und ja, mal gucken, ob wir es überleben. Und mal sehen. So, und jetzt geht mein Flieger auch nach Deutschland zurück. Ja, das heißt, das war's mit diesem Vlog hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch mit auf diese Reise nehmen und auch viele Eindrücke von der YCS und der Comic-Con zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht beim nächsten Vlog. Ciao!